Kamash, Ash, Fertilizer, Pelt, Berry, Composite, Phosphat Fertilizer, yo, was geht bei euch? Bloodme, was waren einfach herzustellen? Das sind Kamash Fertilizer. Für Dünger oder was? Mhm. Fiberfiller, was ist ein Fiberfiller zum Teufel? Dieses Gras, oder? Farmer Tables können wir es craften. Ach, da haben wir es ja, da brauche ich Erde und Äste dafür. Riechen Äste her? Lumber Receipt. Oh nö. Diese kleinen Äste. Ja, ja. Die entstehen, wenn man das eine Holz herstellt. Ach, die Lumber. Ja, das komische Lumber-Zeug, da ich sehe es gerade auf dem Bild. Woodpulp, oh Gott. Genau, wenn du Lumber herstellst, dann. Ich dünsche gerade nur aus, nicht wundern. kann man nicht zusammenschmeißen? Achso, es sind Sonnenschlebaumsorten, okay. Weed Seed, nur 4 Stück? Ernsthaft? Ist aber wenig. Nun ja, müssen wir erstmal 4 begnügen, bis das Ganze wieder gewachsen ist hier mal. 1, 2, 3, 4. Tja, gut. Was machst du eigentlich? Achso, du machst die Mine, die Schmelze unten, ne? Was heißt die Schmelze? Ich bin gerade dabei, Holz zu sammeln. Achso? Holz und Dreck. Fürs Dach? Für Dach, Fenster und so Sachen, ja. Ja, okay, dann komme ich kurz mit meinem Karnmann vorbei, dann machen wir das kurz zusammen, geht schneller. Njong, map, map. So. Und nebenbei tue ich oben immer wieder mal gucken, ob die Steine schon laufen. Aber es dauert noch ein bisschen. Mhm. Und ich habe eigentlich das vergessen, was ihr eigentlich ursprünglich der ganze Zeit schon machen wollt. Essen. Sollt ihr auch halt mal etwas kläglich essen? Oh, magnifique. So, lass mal gucken. Storage. Was geht da von 150? Brauchen wir dich noch? So, ein paar hiervon. Perfekt. Brauchst du Essen? Hast du Essen? Ich hab noch. Gut. Genügend? Ich denke schon, das war noch. Gut. Dann kann ich jetzt. Noch irgendwelche Wünsche? Nicht, Nikolas. Gibt's nicht. Müssen wir erst craften. Oh Mann, die Aussage. Das ist ein Snickers craften. Dafür brauchen wir aber vorher noch ein Forschungsbuch für Schokolade. Ja, und wir müssen erstmal Kakaobohnen finden. Die sind im Spiel noch nicht gibt, also wird so schnell nichts mit dem Snickers. Was sind das für Dreckbollen auf dem Boden? Die entstehen, wenn man Dreck abbaut. Ach so, ja, nee, ist doch gerade irgendwie aus nach Kaka. Deswegen dachte ich schon, Hat die schon gefreut? Juhu, Dünger! Juhu, Dünger! Malafrost, die hat endlich was von sich gegeben, was produktiv ist, was? Ja. Moment. Moment mal, das war jetzt aber nicht nett. Nein, nicht aus dem Eimer, aus dem Kahn raus. Nein, auch nicht so. Oh Gott, geh doch auf damit. So ist brav. Ja, ein bisschen fein. Boah, manchmal hängt es aber schon noch stark. Viel Performance. Aber mal gucken, was noch alles so kommt. Immer, wenn wir zusammen sind irgendwie, gell? Ja, das ist übel. Das ist recht gut und jetzt? Zu viel verbuggtes Spiel auf einem Haufen. Ich glaube, das ist irgendwie die Synchronisation vom Server und von der Engine. Da passt irgendwas nicht ganz. Das ist noch ganz so optimal programmiert. Wobei, da wo ich mich zugeguckt habe, da lief das echt flüssig immer. Und die waren zu über 20 Leute. Okay. Aber der Server, der chillt ja seine Basics, also der hat damit gar kein Problem und an der Leitung kann es auch nicht liegen. Ich habe ich stream zwar gerade parallel mit 3.500 KP, aber ich habe ja noch 6.500 frei. Gut, vielleicht war es eine frühe Version noch ein bisschen bugfrei, das kann immer mal passieren. Das wissen wir ja. Ich weiß nicht, was ich für eine Version gerade spiele, weißt du es gerade? Ne, die hier, die aktuelle. Mhm. Die haben zwei Dörfer gemacht. Okay.
Ich kann es ja nicht beantworten, mein Junge. Ich auch nicht. Vielleicht haben sie alle so flow gestellt. View Distance 2 Meter. Yay. Siehst du, soweit wie deine Spade reicht. So. Wie viel Erde hättest du eigentlich noch gern? Aber wir brauchen fast 100, über 100 für dieses eine Projekt. Ich weiß nicht, brauchst du noch Erde? Stand jetzt gerade nicht, nein. Geht soweit. Ich klaue meine Erde immer von anderen Erdbereichen und verschiebe im Grunde eigentlich nur alles. Nimm es von links rechts und trag es nach rechts ab. Ja, geht am schnellsten. Wobei das hier natürlich im Grunde auch nicht verkehrt ist, da kann man ein bisschen planieren. So, sind wir's. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte das Wegelische haben und wollte dann noch fahren. Tut tut! Tut tut! Mach mal weg. Kusch, dankeschön. Tja. Nein, da rein. Ist voll. Wohin? Achso, warte mal hoch. Auskippen. Die Müllproduktion. Ja, da, wo die Dächer laufen. Ja, genau, da, wo die. Wo wir immer die Erde reingekippt haben. Weak. So, nein, das wird zu viel, das ist gut so, ja, so bleibst du stehen. Perfekt. So. Was? Warte. So. Oh, zum Glück klappt das aber echt mit diesem. Oh Gott, mit diesem Trick. Bedenken wir uns mal alles einzeln rausnehmen. Jetzt mal separat klicke, du wirst durchdrehen. Nein. Sehr brav. Komm da hin. Dankeschön. So, dann tap. Ah, der nächste Lieferant. So. Na Kollege, viel Spaß beim Abladen. Dauert halt länger. Die Bürotante da, die kriegt's wieder nicht gebacken. Flirtet zu viel mit dem Chef. Muss die Schmiede eigentlich so groß sein? Ja, da kommt ja nicht nur die Schmiede rein. Ach so. Also wenn du nachher Eisen produzierst, reicht das lange nicht. Da kommt noch viel mehr oh Gott. An Werkbänke, die du brauchst. Oh Gott. Aber ich dachte mir, wir machen jetzt gegenüber noch den Dings weg. Dann kann man da auch ein Haus hinbauen nachher. Okay, gut. Machen wir mal. Zip. Zip. Mhm. Ui. Ach ja, ein neuer schöner Arbeitstag. Montag, nichts Besseres. Der beste Tag zum Arbeiten. Jetzt denkt sich jeder gerade so. Hä? Bist du eigentlich behindert? Nein, mein Ausweis habe ich beantragt. Da kommt erst noch. So, zip. Zip. So. Erde. Dreck. Erde. Dreck. Erde. Dreck. Erde. Dreck. Erde, Dreck, Dreck, das Erde, Drecks, Erde. Ach, du wolltest den abbauen? Ja, gegenüber habe ich ja gemeint. Ja, welches gegenüber? Ach so. Ich grab da hinten weiter und sieh da drüben rumdümpeln, du. Nee. Immer diese Auszubildende, du. Nee. Ja, man kann ja auch am Ende der Straße noch ein Haus hinbauen. Wie gesagt, man wird viele brauchen, naja. Ja, das ist richtig. Gibt's denn eine Planierraube vielleicht später? Oh, das wäre was, ne? Ja. Brrrm, fährst du einmal drüber, alles, was eine Erde groß ist, wird sofort platt gemacht und befestigt. Juhu! Ach, das wäre so schön. Das wäre echt traumhaft. So, machen wir das mal weg. Und ihr noch. Oh, Chines. Oh, das gibt nachher wieder Sorge oder Arbeit, du meine Fresse, wenn das wieder gerendert wird.
Ach ja, falls es jemanden interessiert, das Ganze kommt auch auf YouTube. Wird er allerdings jetzt ungefähr, bis ihr die Folge seht, wo wir jetzt gerade sind, wahrscheinlich 2 Wochen da waren. Grob, geschätzt. Weil wir jetzt schon bis Stand 5.5. vorproduziert haben. Wir könnten eigentlich immer mittwochs eigentlich Eco spielen. Dann machen wir ein Emi draus. Ein Eco-Mittwoch. Emi? Ja. Wäre doch was. Mach mal ein Emi draus. Ein Eco-Mittwoch. Ich finde die Idee toll. Wird mittwochs 5 Stunden lang Eco gespielt. Mit Pause natürlich. Ja, können wir machen. Juhu. Nur müssen wir uns dann eins überlegen. Das könnte irgendwann schief gehen. Für Weiß Version 8.0 draußen und bei uns kommt erstmal die letzte Folge von der 5.5 jetzt. Mhm. Bringst du jeden Tag eine Folge raus? Ja. Puh, mit 30 Minuten. Müssen wir uns was überlegen. Vor allem sind ja immer schon 30 Minuten. Das heißt, eine Stunde Aufnahme sind gerade mal 2 Folgen. Was heißt gerade mal? Und wenn ich es aber auf 20 Minuten machen würde, was ich aber viel zu wenig finde für sowas. Dann wären das 3 Folgen. Das heißt, es wären jetzt theoretisch, wenn ich es auf 20 Minuten machen würde, wären es 15 Folgen anstatt 10. Ne? Von daher, nur 40 Minuten finde ich es aber wieder zu lang. Muss ich sagen. Ja. Das, also 30 Minuten habe ich so gutes Maß für sowas. Das habe ich auch bei Imperium manchmal für recht gut empfunden, da 30 Minuten zu machen. Weil 20 weiß ich nicht, in EGS, 20 Minuten Folge. Ist also, ah ja, du bist 20 Minuten lang alleine schon manchmal am Minern. Wenn nicht sogar noch länger. Das würde jetzt eh den LKW-Fahrer freuen. Rückwärts reinrangieren. Ja, aber das ist nicht ganz so einfach mit dem 40-Tonner, glaube ich, weil der ist nicht so aggressiv im Fahrverhalten. So, da quetschen wir jetzt vorbei. Halt weiter. So, drehen wir uns rüber. Jetzt müsste es auch reichen mit der Erde, glaube ich, wenn ich jetzt meinen Karren noch leer mache. Ja, ich denke es. Gucken wir mal rein, weil ich habe ja jetzt schon 50 reingekippt, plus die anderen 50 sind wir bei 100, also 200 Erde müsste jetzt drin sein, theoretisch. Ja, irgendwann tut es ja nicht mehr zu dem Projekt hinzufügen, dann ist fertig. Ja. Geht ach, dann fehlt nur noch Holz. Ich guck mal kurz. Ihm fehlt auf jeden Fall noch Material. 37 Dreckfilm noch, wenn ich richtig verstehe, 56 Holz. Also. Der Karren ist ja voll mit Dreck jetzt, dann müsste es reichen. Genau. Wow, nein, das war ein Wheelie in Fetter. So, dann müssen wir kurz mal herkommen. Jetzt muss ich das Getreide hier wegmachen. Brauch wieder Seeds. Nach diesem dramatischen Baumunfall. Also, da hat schon diese Maus rein. Weed Seeds, sehr schön. 20 Stück. Ich glaube, das sind aber wenige gerade geworden. Wobei, sieht gut aus. Nee. Sind sehr wenige gerade rausgekommen, muss ich sagen. Von meinen Weed Seeds. Das finde ich jetzt aber doof. Gefällt mir nicht. Muss nicht welche produzieren, das kostet wieder Material. Da. Mach mal 15 Stück. Ich glaube, ich werde meine Effizienz hochtreiben dabei. Fertilizer-Effizienz, nee, das wollte ich nicht, wollte ich Seed-Effizienz haben. Bean Seeds, Next Level 2, brauche ich 25 Punkte. Holla, die Waldfee. Was ist das? Corn Receipt Decrease. Seed Receipt verbraucht weniger. Oh ja, das war schön. Mach mal. Könnte man theoretisch das ja machen, aber naja. Müssen noch warten, dann kann man das auch noch skillen. Gott. Ich glaube, das mit dem extra Esse mit Bonus EP ist doch nicht so verkehrt. So, Storage. Habe ich da nicht was in Auftrag gegeben?
Boah, ich ist über die Holzbrücke gefahren, wackelig. Ja, gell, voll geil. Übel. Ja. Mein Truthahn. Was ist das? Campfire Cooking Speed, ne? Der ist gemaxt. Was will der dann von mir? Campfire Creations, aber jetzt muss ich kurz nachschauen, was man dafür braucht. Und zwar für Essen benötigen wir jetzt folgendes. Spiel. Was soll ich mir draus tappen aus dem Ding? Und zwar. Campfire Creations Level 4. Gut. Heißt, wir brauchen Cooking. Campfire Creations Level 4. Das sind 3 Punkte. Goddammit! Hätte ich jetzt gehabt, hätte ich sie ausgeben können dafür. Shit. Ach, du bist drüben im Wald. Okay, ich komme. Njo, map, map. Njo. Ah, schön, dass drüben so viele Bäume wachsen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sieht er. Juhu, Mr. Malerversi, grüezi. Ich bin's, der Boogie. Hallo. Ja, er fällt, Gott sei Dank. Und er killt hier den anderen Baum. Wow. So, das ist nein. Huch. Dachkascha, hat der ganze Baum jetzt frittiert? Achso, wenn du schon mal den Kleid machst, mach schon mal der nächste. Yep, ist okay. Passt. Ist gut so. Ich würde hier aber gerne noch mal eine Dirt Ramp basteln. So, 8. So. So. Dass wir hier ein bisschen mehr Platz bekommen. Ach, dein Kahn ist voll. Sehr schön eigentlich. So. Jetzt folgendes, aber jetzt müssen wir da noch kurz was basteln. Und zwar machen wir das folgendermaßen jetzt. Weil ich will ja erstmal ein kurzes Plateau haben, dass man da wenden kann und links und rechts rausfahren, sonst springt das uns nämlich gar nichts. So. So. Würden Sie das gerade mal festigen? Wo die Straße zukünftig lang führt? Also oben dran, genau. Ich habe mein Festigungstool nicht gerade einstecke. Kann man hier tauschen, das kann auch weg. Spiel. Jetzt. Aber dann würde ich es noch ein bisschen breiter machen, weil. Ja, ja. Knapp. Nee, also schon noch ein bisschen was in die Länge. Brauche ja Platz. Das wollte ich jetzt so nicht. So. Das können wir ein bisschen tricksen. Nein, das wollte ich nicht. Ich will es dahin haben. So. So, das ist gefestigt. Genau, dann hier gerade nochmal so draufstürbe. Das wäre top. Dann haben wir es nämlich. Wie man einfach das Fundament untergräbt, ne? Damit für eine komplette Instabilität sorgt. Aber ist egal. Hauptsache man hat seinen Willen. Wird er schon heben. Zum Glück gibt es hier noch keine SI. Ich denke, du hast dein Tool nicht dabei. So, so. Ich hab's nicht einstecken, sagte ich, Fräulein. Mhm. Wie hörst du mir zu? So, jetzt müssen wir aber nochmal. Was passiert eigentlich, wenn wir einen Baum untergraben? Geil! Der Baum weg. Ach so, ich hab noch der Feld an. Einfach. Das ist so langweilig. Mhm. Und Verschwendung. Ja. Finde ich doof. So.
Wie war's mit dem Fundament und der Grabe? 1, 2, 3, 4. So. Na, war was denn? Ja. So. So. Da ist ein Baum im Weg. Na, komm. Wo haben wir es denn? Hier, so. Werkzeugverschleiß gibt es noch keinen. Nein, ich weiß nicht, ob das eingeführt wird. Könnte ich mir aber gut vorstellen. Es ist halt noch komplett eine Entwicklung. Also es ist ja noch nicht mal auf Steam verfügbar im Early Access. Also es befindet sich halt gerade noch für die Backers, also die, wo es unterstützt haben oder unterstützen wollen, die kriegen dann Key. Und dementsprechend können die das dann auch spielen, streamen, hochladen, YouTube etc. Man muss allerdings aktuell einen Server hosten, aber da geht, ja. Nein, das ist kein Minecraft. Zombie Alien 666. Das ist Echo, the Global Survival Game. So, und das geht jetzt komplett runter, ne? Ja, perfekt. Da haben wir jetzt hier mal eine schöne Route zum Fahren. Dann tue ich jetzt mal kurz meinen Karren weg, dann kannst du vorbeifahren. So. Dann fäll ich hier noch ein Bäumchen und komm hinterher. Ja, der ist groß genug. Tschüss, Baum. Baum? Baum fällt. Tschüss, Maloversi. Ich weiß nicht, warum es bei mir immer abkackt. Keine Ahnung. Also ist nur einmal der Fall, wenn ich einloggst irgendwann und dann... Hm. Alter, man kann Bäume hochlaufen. Ja, du kannst doch auf den Baum drauf. In die Krone. Das habe ich auch gerade gemerkt. Von der anderen Seite hat es gerade besser funktioniert. So, jetzt aber. Flupp, ein gefallenes ist das Ding. Die Holzbrücke. Oh, bin jetzt auch voll mit Holz. Liegt allerdings noch ein Stückchen rum, das müssen wir noch mit, was heißt mitnehmen, abholen noch. Ach, das ist schön. Haben eine schöne Straße gebastelt. Doch, doch, gefällt mir sehr gut. Blockbonus plus 1. Oh, ja, Gott, oh Gott, oh Gott. Zieh, mein Junge, zieh. Wie, noch nicht klärt. Geht aber nicht. Brauchst du noch viel Holz? Warte mal, das geht doch einfacher. So. Da laufe ich dann von mir aus sogar. Jetzt ist das Projekt voll, jetzt können wir es drüben machen für Fenster und Türen. Geht es auch nicht hier an dem? An dem hier muss man es noch machen, oder? Ah, ich habe bei dem anderen drüben Fenster gestartet, oder? Ich glaube, okay. Bei dem bin ich. Weil da bin ich ja auch Modern Windows, gehen bei dem. Der braucht aber anderes Material dafür, das Lumber braucht. Die normalen Fenster. Wood Windows, genau, da braucht er Bretter für. Ja, genau. Aber wir können die Lumbers machen, weil da kann ich nicht Fertilizer herstellen. Das wäre toll. Können wir auch, ja. Ach, was mache ich denn da? Meine doofe Angewohnheit. So. Flop. 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 Aber das ist echt teuer. Echt? Ah ja, du brauchst ja dafür eine Menge Holz, damit du so ein paar Lumbers kriegst. Und dann brauchst du ja für die Fenster 4 Stück. Und wir brauchen eine Sawmill, sehe ich gerade, vergiss es. Und du brauchst eben... Okay, wir machen einfach eine Fenster. Weißt du, da sind wir jetzt Monate im Grunde, in-game theoretisch gefühlt schon. Ohne Fenster. Auf einmal will der Herr Fenster haben. Wir haben ja mal Eisen, Mann. Wir haben mehr Eisen im Stuhlgang, wie wir überhaupt besitzen.
Das macht. Ach, du mit deinen. Du Luder, du. Du mit deiner Dreckschubse. Können wir jetzt in der. Oder was ist jetzt der Plan? Jetzt können wir mal. Eigentlich müssen wir jetzt die Dings unten fertig kriegen, mal, ne? Die Steine sind jetzt fertig geworden. Oder mindestens ein Großteil davon. Okay. Hast du die einstecken? Dann können wir die mal. Nee, die hole ich jetzt mit dem Karren ab. Ach so? Ja, das sind ja. Hallo? Schwer? Schwer? Ach ja, du bist ja eine Bandscheibe, ne? Ich vergaß. So. Kurz das gefuttert. Mal gucken, wie weit der Kollege hier ist. So. Storage. Arg weit ist der aber nicht, ne? Der braucht nämlich. Ach so, da baut sich. Du vermisst was. Sand? Da baut sich jetzt Sand? Jetzt erst? Ach so, das ist bei dir im Privatsektor wieder drin, vergiss es. Hab nichts gesagt. Ich dachte gerade so, nee, halt doch die Schnauze. Ich gerade schon sage, jetzt aber, okay, sterbe, mein Freund. So, jetzt habe ich Level 4. Jetzt kann ich uns cooles also Hersteller. Echt jetzt cool? Ja. Und zwar das mit den Berries und den 1200 Kalorien. Waren das doch, oder? Falsche Sorge. Nee, war. Doch, war mit Berries. Und rote Beete brauche ich dafür. Und Bohnen, noch mehr Bohnen. Habe ich schon mehr angepflanzt. Warte ich mal. Gibt doch 1200 Kalorien. Gucken wir kurz nach der rote Beete. Ja, ich brauche mehr rote Beete. Viel zu wenig, viel zu wenig. Getreide wächst fleißig vor sich her, das andere wächst vor sich her. Die Berries sind in Arbeit. Rote Beete Samen 54 haben wir da noch. Ah, da ist noch Getreide sogar drin, cool. Es gibt was Zeug her. Hallo, bist du behindert? Hä? Verstehst, was will. Ich konnte auf die 7, auf die 18, aber auf die auf die 0. Hä? Genau das habe ich mir auch gedacht. So. Dann führen wir das Feld hier mal weiter fort. Und zwar brauche ich da die Hacke dafür. So. Das kann eine Weile dauern hier. Nein, das will ich jetzt nicht. Ah, da brauchst du unendlich große Felder für das Sach, du. Ohne Witz. So, dann bauen wir das hier noch weiter aus. Bin ein bisschen Ungeduldigkeit. Es wächst alles so langsam. Aber es ist okay. Ist auch wenn es unendlich schnell wachse. Nicht wie in Minecraft. Mit Knochenmehl. Das wär's nämlich. Oha. Nur ist die Frage, wo sollte man. Ah gut, okay, man könnte Tiere schlachten wieder. Ich weiß, es gefällt dir, aber. Totes Tier. So. Ja, dann Blaze ist doch auch gleich dort, du Vogel. So. Weil ich gerade überlege bin, ob man das Spiel verarschen könnte. Herkomme, die Erde abbaue, die, wo man Sachen da ganz drauf pflanzt, wieder hinpflanze, ob das dann resettet ist.